was vergessen anzuhalten. Ich habe vergessen, die Aufnahmen zu stoppen. Das heißt, ich habe jetzt einen 32-Minuten-Part, egal. Tja. Dann können wir jetzt doch die Amp endlich mal overloaden, oder? Ja, wenn Markus nicht noch einen Turm bauen will. Zu spät, ich habe meine 45 Punkte da reingepackt. Okay. Ja, ein Turm muss auf jeden Fall noch sein. Ja, sag ja, am Becher. Das sage ich jetzt schon seit 2 Minuten. Und noch mehr. Ja. Weil ich würde ja theoretisch einfach noch ein Dings hinstellen, aber das wolltest du ja nicht. Fokus meinte ich. Vom Namen her. Obwohl, gegen Zombies ist das eigentlich schon effektiv, ne? Eben, wenn die Zombie fokussieren, ist das die perfekte Hilfe. Mhm. Wie weit ist denn da die Range? Oh, die ist gut. Ja, stell mal noch ein Fokussieren. Okay. Ach hier, genau da, Moment. Ich brauch Moneys. Okay. Wo stehst du gerade? Wo meintest du es da? Hier. Ja. So rum. Hallo. Danke. Falls du noch Geld brauchst, hier ist versehentlich fast im Fokus gelandet, statt in dir. Etwas? Man kann sie wieder abbauen. Eben. Ja. Die Kohle zurückholen. Mach ich jetzt auch mal so. Ja. Ein bisschen, 141 Punkte. Oh, ein bisschen. Ja, die hab ich noch. Und schön, Level 2, das ist schon mal ein guter Anfang. Jo. Ist noch irgendwas overcharged? Ja. Was denn? Ja, den habe ich von der Ewigkeit mal für den overcharged. Achso. Ja. Ja, ich habe keinen Bock, das nochmal zu failen. Ja, ist schon klar. Deswegen lieber 5-mal gründlicher. Ich habe noch zwei Bases, merke ich gerade. Ja, damit. Setze sie weise. Eigentlich ja, auch mal keinen mehr. So von der Taktik her ist es alles komplett. Ja, es gibt noch hier und da ein paar Punkte, die wir ansprechen können. Wir können überall was hinsetzen, wenn wir wollen. Ja, stimmt auch wieder. Bringt uns halt nicht allzu viel. Okay, wollen wir uns aufteilen oder einfach wild? Also lass mal schon was sammeln da alles. Ich werde mich so ein bisschen versuchen, die Spucker zu kümmern mitunter. Aber ich komme 18 Zombies auch raus, ne? Jo. Mhm. So, einer hilft mir und der andere geht da hinten hin. Ja, dann ja. Helf ich. Jo, so. I'm ready. Okay. Angesehen. 5, 6 und weg damit. Alter, das ist eine Menge an Schaden, die alle dann fressen, ne? Mhm. Ui, ich fliege. Und hier kommen schon die Läufer rein. Ja. Sie sollten kein Problem sein. Warst du schon, oder was? Ja. Nee. Komm noch eine zweite Welle, Leute. Komm noch eine, okay. Ich versuche die Monarchen ein bisschen aufzuhalten. Was wir Monarchen brauchen. Material. Ah, okay. Ja, stimmt. Jetzt hier noch ein Boss. Das wird garantiert kommen.
Au, nein, bitte nicht. Ich will nicht mal dran denken müssen. Are you alright over there? Ja, aber so cool die Säge doch ist, ich glaube, ich steige wieder auf meinen Tesla um. Oh! Da ist ekelhaftes Zeug am Kern. Und zwar ist zu wenig davon. Ah, ist gleich tot. Man sieht die Zombies gar nicht in diesen komischen Fleischfetzen. Ja, ich hab Gott sei Dank das Zielsucher-Ding. Das hilft dabei. Ja. Ja, nice. Zeitlimit. Bye, bye. So, und wir haben wieder keinen Schaden bekommen, jawohl. Schwebe. Nicht viel. Wo? Bleib stehen, bleib stehen. Ah? Nein, bleib stehen. Ja. Okay. Und jetzt hier, Amp. Nein, nicht Amp. Den Turm hier. Ah ja. Jetzt die Amp. Ja, einen Turm haben wir noch, ja. Amp, 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 so. Ich glaube, die Schweber kann man gut auch mit den Lenkraketen kriegen, wenn man die von hinten erwischt, oder? Mhm. Sollte man, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Beziehungsweise, ich schieße die eigentlich immer in die Luft, dann treffen die immer so in allen Ecken. schieß die mal gerade hoch. Ich gehe auf die Ecke, ja. Okay. Dann bleibe ich hier bei den. Bei Markus halt. Au. Ja, scheiß Schwebe. Red ich um Schweber, red ich um Schweber. Der out of bounds. Ja, vielen Dank. Hat kaum Frames, ne? Ehrlich nicht. Ja. Habt ihr auch weniger Frames als sonst? Nö. Bisschen. Nur wer sagt mir, dass es nicht mehr ganz auf 60 aufnimmt, sondern eher so auf 55 bis 58. Ich hab das ja eh mal so auf so einem 20, 25, 30 FPS am Laufen gehabt und dafür ist das jetzt verdammt wenig, also. Ja. Ich hab bisher läuft das ganz gut. Also die Zombies kriegen wir jetzt auch noch Platz hier. Hat wieder einen Platz gekriegt, ein Zombie.
Ja, die zerfetzt es alles rein. Gar kein Problem. Easy. So. Und ja, komm. Immer noch kein Boss. Das ist schön. 14 von denen und 40 Zombies. Wie viele. Ist hier irgendwo ein Militärlager in der Nähe? Wie viele infizierte Wehrpflichtige haben wir denn? Einige. Du hast schon gut 120, 200 Stück ausgeraubt. Ausgeraubt, ja. Ja. Das auch, aber ausgerottet meine ich. Ja, nu, irgendwoher müssen die ja kommen, ne? Ich meine, die Leute aus Elysium One, die werden garantiert nicht wehrpflichtig sein. Das sind ja so die Super-Proll-Bonzen. Also wir haben das Bright Home genommen und da befinden wir uns gerade. Das Frontlinie-Fußvolk halt. Frontlinie-Fußvolk. Hooray! Oh ja, das Frontlinie-Fußvolk. Ja, lol. So. Boffel. Leute. Da wo ich gerade stehe, ne? Wenn ihr weit genug durch den linken Spawner durchrennt, ist hinten so eine Stelle, die euch keinen Schaden mehr zufügt. Ja. Ihr kriegt hier hinten keinen Schaden mehr. Oh. Schön. Nur seht ihr auch nichts mehr. Doch, ich sehe hier Wände. Und Wellblech. Wände. Und Wellblech. Oh mein Gott. Aber ja. Das war jetzt eigentlich. Ich wollte mich eigentlich umbringen, und dann bin ich nicht gestorben, hab mich gewundert. Pumpis Pornjob. Aber hier mit solcher Werbung, klar, dass wir viel Wehrpflicht hier haben. Pornjob. Naja. Place am Internet. Da kommen sie in Scharen dann. Wir wollen alle Internets spielen. Mhm. So, ist jetzt die Frage. Geht irgendwer auf die Hüpfer oder lassen wir die ganz im eigenen Schicksal? Normalerweise dürften die sterben. Eigentlich braucht man für die Hüpfer nur eine Ladung Raketenschüsse einmal nach oben. Dann ist das Kollektiv tot. Okay. Also tippe ich in dem Fall sogar auf Markus, weil wenn da die Leichen hin und her ballern, dann war's das. Stimmt, ja. Weil die Leichenballerei habe ich ja nicht. Ja. I'm done. Let's go. Also gehen wir anderen beiden mal hier hin. Und tun, was wir können. Die kleinen Krabbelfiecher kann man aber sehr gut so kaputt machen. Na komm, dreh dich. Ich mach eigentlich gerade nur Schaden durch, Wow. Das war viel Schaden gleichzeitig. Muss die Wehrpflichtigen aufhalten. Weil das Droh ist. Ich kann nämlich verdammt gut Aggro ziehen. Haben wir gemerkt. Ich kann ebenso gut und gerne sterben, allerdings auch. Alter, sind das viele Zombies! Ja! Fast Half-Life hier. Fast. Ich glaube, wir sollten mal schwere Kampfläufe machen, wa? Mach ich die ganze Zeit schon. Weil Zombies kriegen wir auch down. Ja. Die gehen aber eigentlich auch ganz gut. Ein paar Sägeblätter in den Hintern schieben, dann sind die auch bald durch. Und auf einmal bin ich 50 Meter in der Luft. Bitte? Und auf einmal bin ich 50 Meter in der Luft.
Achtfache Rocket Jump. Ja, irgendwie sowas. Okay, die drei Foki gehen auf drei verschiedene Zombies, das ist schon mal schön zu sehen. Okay. Jetzt, wie schaut der Kern aus? Ist da alles fit? Ist noch alles fit, ist glaube ich nicht mal doch leicht angeschlagen, aber. ...1500 ist immer noch gut. Ah, der Kerl lebt noch. Jo. Nicht mehr. Autsch, autsch, autsch! Doofe Säure. Ha, doofe Säure, ja, stimmt schon. Da. Ach Gott, jetzt kommt die kleinen Schnorchler noch. Den kann man gut. Den kein Problem. Ja klar, sind halt nervig. Die sterben doch mit einem von den. Wenn sie sich nicht von hinten nicht reinbohren, ja. Reinbohren. Ja, das meinte ich. Wieder von die weniger. Und wieder einer. Jo. Und der letzte. Was that all? Boss! Yay! Boss? Boss. Schweberboss, glaube ich, oder? Schweberboss. Jo. Der geht plus ja fast. Plus 10 noch. Schweber und 20 Zombies und 18 große Schläger. Ja. Also, okay, unser Kern ist fast auf Hälfte. Das könnte klappen. Ich bin optimistisch. Ja, ich meine, wir haben 80er Amp, ne? Da 85. Da jetzt ja keine Springer mehr können. Kommen. Kommen. Die kommen nicht mehr läuft. Die kommen nicht mehr, ne? Ne. Können wir das alles ganz wundervoll. Ja. Unaufwendig kann, in Engel. Konnte der Schwerboss nicht eigentlich auch alles kaputt machen? Nee. Okay. Das waren Kolossus und der Patriarch. Ja, dann mach die Wände nur noch einen dick und mach ein riesiges Labyrinth draus. Eben. Hab ich gerade vor, ja. Judeman. Right. Kurzer Gedankengang. Ja. Nice. Das sieht cool aus. Oder? Jo. Diese Kreuzung hier. Einfach den Mittelstein rausnehmen. Hat was. Ja, die könnten wir eigentlich noch unten halten. Oh. Das war der falsche Knopf. Ach so, nach unten leiten. Ja, das ist eine Idee, ja. Moment, ach, ich bin schon wieder gelb. Schon schwer, sowas zu merken. Ja, ja. Vor allem, es kommt jetzt halt häufiger vor. Wundert mich eigentlich. Ich stelle mal kurz die Ragdolls bei mir ganz aus, weil, das ist, glaube ich, mir lieber gerade. Sollten eigentlich nicht so viel Impact haben. Ich meine, die meiste Zeit zerfallen die sowieso. Wenn Markus da oben ballert. Ich schalte gerade trotzdem alles aus, weil ich brauche wirklich jeden FPS, den ich kriegen kann. Okay, ja. Weg mit dem dynamischen Licht, ist mir auch egal. Boah, es wird richtig bescheiden aussehen. Ist mir egal. Naja, ja. Ich bin das gewohnt, Spiele mit normalen Grafik, also mit mickrigen Grafikeinstellungen zu spielen. Jetzt ist der Block in der Mitte schon wieder da. Hey, ja, den habe ich, glaube ich, wieder platziert und nicht gepeilt, dass ich ihn gar nicht brauche.
Meiner. So. Ich glaube, labyrinthisch genug. Ja, sieht gut aus. Ah, eine Sache will ich noch tun. Überall die Ecken rausnehmen, boah. Nee, nee. Ich habe noch zwei Blöcke, also kann ich hier platzieren. Oh ja. Weil die zum Labyrinth beitragen. Mhm. So, besser geht's nicht. Zumindest nicht mit den gegebenen. Wer tut was? Mir fehlt die Übersicht. Ich würde fast sagen, wir gehen alle erstmal auf den Boss und kümmern uns dann um den kleinen Kram. Mhm. Die Zombies sollten eine ganze Weile laufen müssen, das stimmt schon. Mhm. Ja, Zombies und Schweber sind noch nicht so schnell. Was haben wir hier? Boss, die Boss kommt hier raus, ja. Und die Kampfläufer, ja, die. Also nicht Kampfläufer. War der Schweber der von vorne gar keinen Schaden gekriegt hat oder der von vorne wenigstens noch Explosionsschaden gekriegt hat? Nee, ich glaube, der war der von vorne gar keinen. Das heißt, ich muss mit den normalen. Weil mit den. Entweder muss ich auf riesige Entfernung mit den Zielschüssen den Rücken treffen. Oder du stellst sie einfach direkt hinter denen. Ja, und dann mit den Raketen genau zu treffen, gar nicht so leicht bei so einem Teil, das glaubt man gar nicht. Weil die schießen. Du kannst sie aber ein Stück weit hinter stellen und dann von da aus mit Aiming-Raketen. Ja, das war mein Plan. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Incoming. Okay, machen wir erstmal einen kleinen Kram weg, bis der Boss da ist. Jetzt gut, ist dann hast du das erledigt. Wow. Höchst abstoßend. Ja, du hast mich gerade mitten ins Korn reingeschossen. Okay, ich gehe doch eher auf die Krieger hier unten. Weil die schon wieder fast beim Kern sind. Halt mich hinter dem Vieh so ein bisschen, ne? Haben wir eigentlich die Minen geholt? Ja, ne? Kein Schimmer. Ich hab's nicht getan. Dann mache ich das jetzt mal eben schnell. 1, 2, 3. Oh Gott, Scherboss ist fast da und hat noch Hälfte des Lebens. Das läuft gut. Was daran liegt, dass ich ihn gerade alleine penetriere ein bisschen. Wenn wir das gemeinsam machen, haben wir das locker geschafft. Vor allem, wenn er sich in die richtige Richtung dreht. So, also richtiger Krieg ist momentan nicht hin. Ja, ich bin eh gerade gestorben. Und leck. Ja, stoß mich, nicht den Kern. Ach komm. Das ist so verflucht knapp. Komm, geht auf ihn drauf, meine Güte, alles zusammen. Bin ich doch grad bei. Ich werde nur von allem und jedem zurückgestoßen. Yay, Level 21. Yay. Simon dürfte jetzt schon Level 22 fast sein. Noch nicht, nein. Aber fast. Wenn man es fast nennen will, boah, könnte. Ha. Das ist so fast wie die Riesenbäume. Nur schlimmer. Ha, was machen wir jetzt? Reicht. Endlich mal! Fähigkeit zum Ausweichen durch doppeltes Drücken der Laufrichtung. Wollte ich schon immer haben in dem Spiel. Hey, ich habe mehr Schaden gemacht als du, Simon, immerhin. Hast du? Ja. Ah ja, stimmt, gelb. Ja gut, also Kreissäge ist nichts für mich. Belassen wir es dabei.
Ja. Und hoffen auf mehr Glück beim nächsten Mal. Bis denn. Bis denn. Tschö. Ja.